Servus Bernd, wir sind heute bei der Eggelsbacher Brücke, der Golden Gate Bridge vom Oberland. Das ist ein beeindruckendes Bauwerk. Wir sehen ja jetzt schon, für die, die es noch nicht so genau kennen, die alte Brücke, das ist der untere Bogen, und die neue Brücke, das ist der obere Bogen und natürlich die Fahrbahn, die drüber liegt. 183 Meter lang, 76 Meter über der Ammer. 15.000 Schrauben bei der Behelfsbrücke, über die wir gerade alle drüber fahren. Und ich bin hier heute mit unseren beiden Landräten, mit der Andrea und mit dem stellvertretenden Landrat von Garmisch-Partenkirchen, dem Michi Rapp. Wir haben gerade Baustellenbesuch gemacht. Das ist sensationell, oder Andrea? Ich bin absolut tief beeindruckt. Der Vortrag, den wir heute gekriegt haben, der hat mich wirklich, der hat mir wieder so zu denken gegeben, was da an Technik verbaut worden ist, was da für ein Hirnschmalz dahinter ist, was da allein der Kran kommt direkt von Russland, weil es der höchste Kran ist, der wo überhaupt bloß da ist. Der war zuvor in Moskau. Also das Industriedenkmal Eggelsbacher Brücke und auch ein Naturschutzprojekt, lieber Michael, weil die alte Brücke bleibt natürlich, weil da gibt es was zu schützen. Ja, natürlich. Die alte Brücke bleibt erhalten, unten runter der Bogen, Denkmal. Dass man sich erinnert, und natürlich auch die Fledermäuse, dass der Naturschutz hier auch richtig und positiv eingewirkt hat. Und Brücken verbinden, das ist ja dann quasi symbolisch schon. Und dann für ist es, darum habe ich gemeint, eine wirkliche Symbolik. Ist doch schön, lieber Alexander, wenn man in einem solchen Wahlkreis auch selber verbindet. Das tust du immer. Sowieso, absolut. Das war eines unserer großen Projekte, das wir angestoßen haben, dass wir die Erneuerung der Eggelsbacher Brücke hinbekommen. Jetzt sieht man, wie nah das eigentlich schon ist. Die hat viele Dimensionen auch neu formuliert. Die alte Brücke, die hatte eine Breite von 10,76 Meter. Die neue Brücke, wir haben uns gerade angeschaut, die hat eine von 17,60 Meter. Sehr gut gemerkt an der Stelle. Das zeigt deutlich mehr. Ganz neu jetzt. Wir haben nämlich links und rechts auf der Seite einen Fahrrad- und Fußweg auf dieser Brücke. Das ist auch sensationell, dass wir das mitbauen konnten, mit eingerichtet haben. Also für Autos, LKWs, aber auch gerade für Fußgänger und die Fahrradfahrer. Und wir sind alle richtig froh, dass es eben gelungen ist, die Verbindung hier zu schaffen. Die Ammerschlucht, die uns trennt, durch die werden wir jetzt wieder verbunden. Und das ist wirklich großartig, genau wie du gesagt hast, Michael. Und dass diese unglaublich tolle Ammerschlucht von so einer modernen, filigranen Brücke jetzt wieder überzogen wird, ist für mich einmalig. Wenn man es ja mal betrachtet, das war eine lange Diskussion, wie kriegt man es hin? Wie kann man die moderne Technik verbinden mit auch dem Naturschutz, den Schutz der Fledermäuse? Wie kriegt man es hin, dass man auch das Industriedenkmal, das jetzt alles zu verknüpfen? Das ist Tradition und Fortschritt in einem. Und übrigens die beste Nachricht, die wir heute hier zu verkünden haben, wir kriegen eine Verkehrsfreigabe Mitte November dieses Jahres. Also wir sind super, super weit. Mitte November machen wir eine tolle Verkehrsfreigabe hier gemeinsam mit dabei. Ich weiß, Michael, dir liegt ganz viel daran, dass diese Region Oberland einfach eng zusammenhält und weiter zusammenwächst. Du hast dich extrem engagiert in allen deinen Funktionen dafür, dass wir zusammenarbeiten können, bis zur Fusion jetzt auch der Sparkassen, was ein ganz wichtiger Beitrag zur Stärkung unserer Region ist. Also an vielen Stellen hast du für die Zusammenarbeit gewirkt. Ich finde es einfach schön, dass wir immer auch unabhängig von dem Kontakt hatten, ohne die Brücke. Ja. Und dass wir auch gut zusammenarbeiten, miteinander vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir wollen die Gelegenheit einfach auch mal nutzen und dir Danke sagen, nicht nur für Kriegsprojekte, sondern für die Bundeswehr, für den Erhalt. Und vor allen Dingen eins, Alexander, weil das immer so festgemacht wird an zwei großen Themen. Du bist immer für die Kommunalpolitik da, hast ein offenes Ohr. Und da ich bekannt bin, nicht Verbalphrasen zu dreschen, sondern das zu sagen, was ich denke und meine, kannst du sicher sein. Ich hoffe, ich habe genau auch, und so sehe ich es am Gesicht, auch für die Andrea, für die Landrätin von Weilheim-Schongau gesprochen. Vielen Dank. Ich kann bloß sagen, zwei Landkreise, ein Abgeordneter, der immer zu uns heult, Alexander. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, großartig, toller Termin heute. Und deswegen alle, es gibt die Möglichkeiten zum Besuch jetzt noch, bevor die Verkehrsfreigabe Mitte November stattfindet. Einfach mal wahrnehmen, hierher kommen, anschauen oder über die Webcam. Alles super, toll, beeindruckend. Herzlichen Dank, alles Gute. Super. Servus, Bernd.